Also das Wissen, dass dieser Bombenangriff am 14. April so kurz vor Kriegsende passiert ist, das ist natürlich unser heutiges Wissen. Denn am 14. April 1945 weiß niemand, dass der Krieg am 7. Mai beendet sein wird. Was die Briten wissen, ist, sie haben die Möglichkeit, aus der Luft hier einen Angriff zu fliegen. Sie wissen auch, dass die Sowjetunion am 16. April beginnen wird mit der Berliner Operation. Das heißt, wenn jetzt nochmal deutsche Eisenbahnen, deutsche Kasernen, deutsche Einrichtungen zerstört werden sollen, dann werden sie es jetzt tun müssen. Sie greifen am 12. April auf einen Plan aus dem Jahre 1944 zurück und befehlen den Angriff. Laut Angriffsbefehl für die Royal Air Force ist der Schwerpunkt die Schienenanlagen, ist der Schwerpunkt die NS-Kasernen, ist der Schwerpunkt militärische Einrichtungen. Nun ist bei der Qualität der damaligen Zielgeräte natürlich grundsätzlich immer die Möglichkeit gegeben, dass ich auch Innenstadt, historische Gebäude damit zerstöre. Aber die Lesart, dass es vor allen Dingen mal eine schöne Innenstadt zerstört hat, das ist bereits die Lesart des deutschen Wehrmachtsberichtes von 15. April 1945. Der Bericht des 4. Polizeireviers vom 16. April spricht nicht von einem Terrorangriff, sondern von einem Luftangriff und listet im Gegensatz zum Wehrmachtbericht auch völlig anders auf. Der spricht nämlich nicht von der schönen Residenzstadt Friedrich des Großen, auch nicht von der schönen Garnisonkirche. Der beginnt mit den Arado Flugzeugwerken, setzt sich fort mit dem Güterbahnhof, mit dem Eisenbahnausbesserungswerk, setzt sich fort mit entsprechenden Mühlen, mit Gasanstalten, also mit militärisch wichtigen Dingen und geht dann erst auf die zerstörten Straßenzüge ein. Das heißt, wir haben von Anfang an zwei unterschiedliche Bewertungen dieses Luftangriffes, einmal als Terrorangriff mit der schönen Altstadt und einmal als ein Luftangriff auf militärisch wichtige Ziele und dann kommen die Straßenzüge. Und von dem her ist es, denke ich, eine Mixtur aus beiden. Es wurde sicher nicht als Primärziel, aber es wurde zerstört die Altstadt, aber es wurde genauso getroffen die Arado Flugzeugwerke, es wurden getroffen militärisch wichtige Einrichtungen. Und das ist natürlich tragisch im Nachhinein betrachtet, so kurz vor Kriegsende. Auch in Großbritannien ist es ja nicht unumstritten, hier Bombenangriffe zu fliegen auf Städte. Churchill hat sich geäußert bei diesem letzten großen Angriff, warum um Gottes Willen habt ihr eigentlich Potsdam noch vernichtet?